Hi ihr Lieben, ja, ich habe wieder ein neues Video für euch, einen Haul. Ja, ich war wieder sehr erfolgreich bei Woolworths und ja, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Als erstes die großen Sachen. Ich habe hier so einen Korb neben mir stehen. Ja, ich muss die großen Sachen erstmal zeigen. Und schaut mal, was ich bekommen habe. Swantje, Swantje. Ja, ich muss es jetzt einfach zeigen. Ich wollte es eigentlich dir nicht zeigen. Ich mache es trotzdem. Und schaut mal. Super, oder? Ja, muss ich einfach mitnehmen. Und zwar sind das diese Ballonsticker. Und ja, mit so einem niedlichen Teddy. Ich finde den so süß. Und schaut mal, diese kleine Ente hier. Ja, und dann diesen hier. Moment, hier oben ist noch so ein Auto. Und ja, und dann diesen hier. Auch für 1 Euro so geil. Diese Wandsticker hier mit Luftballons und diesen coolen Stern hier. Sehr geil. Also diesen Luftballonstern. Die sind so schön, diese Ballonsticker. Ich habe ja oben an meiner Wand auch welche dran geklebt. Die kann ich euch am Ende des Videos, ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder. Ansonsten muss ich es wieder reinschneiden oder irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich vergesse nämlich immer, ich sage dann immer, ja, das kann ich euch ja dann noch am Ende zeigen und dann vergesse ich das immer. Oh, entschuldigt. Habe ich nämlich auch solche Hängen. Oh, hier sieht man mich ein bisschen, glaube ich. Ja, richtig cool. Die sind aber für dich, Swantje. Die habe ich dir mitgebracht. Und ja, die kriegst du dann von mir. Dann habe ich zweimal Schmetterlinge gefunden. Die finde ich mega. Ich glaube, dass ich die schon mal gekauft habe. Aber 1 Euro, die lagen da. Ich musste die mitnehmen. Schaut mal, wie geil die... seht ihr das? Die haben so einen, ja, Spiegeleffekt, so Regenbogen-Spiegeleffekt. Ich finde die so geil. Und einmal in lila. Und einmal in diesem wunderschönen Blau hier. Musste mit für 1 Euro. Ist das super. Ja, selbst wenn ich die schon habe. Ich weiß es nämlich nicht genau, aber ich glaube, völlig egal. Die müssen mit. Ja, die habe ich auch doppelt. Nochmal dieselben. Jetzt beim Ernst 1 Euro, oder? Da schlage ich doch zu. So, dann habe ich ein übelst cooles Fantasy-Sticker. Was? Ne, fantastisch. Ich habe jetzt Fantasy gelesen. Sticker. Ja, so ein Sticker-Album. Was weiß ich, für Kinder halt hier mit diesen niedlichen Prinzessinnen. 1,99 hat das gekostet. Lernspaß mit Prinzessinnen. Ja. Und ich finde das so niedlich. Ja, ich habe es ja auch mit solchen Büchern. Schaut mal, wie süß das hier ist. Kann man übelst cool ausschneiden. Ja, und dann sind halt auch so Sticker drin. Mal von vorne gucken. Oh, ich finde das so niedlich gemalt. Mit diesen Meerjungfrauen hier. Oder guckt mal die hier. So cool, oder? Ja, ist auch wieder so ein bisschen Inspiration zum Malen. So ein Kleid hier. Sieht so toll aus. Ja, oder hier diese Ariel, ja, Ariel sieht ja nun anders aus, aber diese Meerjungfrau, ich sage immer zu Meerjungfrauen Ariel, wie hübsch die einfach ist. Mal so ganz anders, finde ich, so, ja, so kupferne Haare und alles so rot gehalten. So schön. Auch die hier mit diesem Topf hier hinten und dann hier diesen kleinen Seestern. Also richtig niedlich gemacht, finde ich das. Ja, und dann kann man dann halt diese Sticker hier so reinkleben. Das mache ich natürlich nicht. Ich werde das verbasteln, ne? Das ist klar, ausschneiden, verbasteln. Hier kann man dann auch so nachmalen. Gut, das mache ich jetzt auch nicht wirklich. Mal gucken, vielleicht doch, ne? Damit ich die dann voll habe und dann kann man die halt auch verbasteln. Also ich finde dieses Buch sehr, 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 sehr cool. Auch dieser Teddy hier, der sieht so niedlich aus, so knuffig. Ein bisschen gruselig, finde ich, aber irgendwie doch niedlich. Ja, und dann sind, wie gesagt, hier verschiedene Sticker, die man dann halt da so einkleben kann, aber kann man halt cool verbasteln, finde ich, dieses Buch. Ja, guck mal, wie schön hier ist er auch nochmal. Ja, sehr, sehr cool, dieses Buch. Oh, das ist so schön gemalt. Oh, ich liebe sowas. Ja, das war das Buch. Dann habe ich hier so ganz lustige Monstertütchen. Die fand ich ja auch mal cool. Die waren auch runtergesetzt. Ich glaube, das Einzige, was nicht runtergesetzt war, war dieses Buch und die Schmetterlinge, die gleich kommen. Die zeige ich euch gleich. Ja, denn hier diese Tütchen, so niedlich, ne? Ich liebe ja so Monsterkram. Guckt mal, wie sich das hier freut. Das feiert Geburtstag oder so, ne? Vielleicht hat er auch Geburtstag. Ne, er wird Geburtstag haben, er hat hier die Torte auf dem Kopf. Einfach nur so niedlich, ja. Solche Sachen haben es mir angetan. Ich muss sowas mitnehmen. Ich finde das so, so cool. So, und dann habe ich mir nochmal diese hier mitgenommen. Ja, ich habe ja da schon welche bekommen.
Aber ganz ehrlich, die sind so schön, da kann man einfach nicht genug haben. Ja, der Preis, die waren leider nicht reduziert. Es war mir egal, ganz ehrlich. Also 1,90 ist jetzt auch nicht so extrem teuer. Ich finde diese Schmetterlinge, ja, kennt die, ich habe die schon mal gezeigt. Ich habe ja von der Steffi, habe ich ja auch welche bekommen. Aber ganz ehrlich, man verbastelt sie ja auch. Und ja, da kann man ruhig mal ein paar mehr haben. Die sind so schön. Ja, und das war auch die einzigste Packung, die da alleine rumlag. Und da habe ich mir gedacht, komm, das sah so aus, als wenn es die gar nicht mehr gibt. Das war auch kein Preis, also kein Schild, sondern die lagen da irgendwo dazwischen. Ich habe dann nochmal woanders geguckt, ob es vielleicht noch andere Farben gibt, aber es waren nur diese Packungen. Und es kann ja sein, dass die. Ich glaube auch, dass ich mir mal eine blaue Packung gekauft habe, die waren auf 50 Cent oder so reduziert, irgendwie so. Und es kann ja sein, dass die rausgehen. Ja, ich finde die schön. So, was haben wir noch Schönes? Oh, ich muss mich hier auch mal bücken, ist ganz weit unten. Ja, dann habe ich hier diesen Stempel bekommen für 50 Cent. Das finde ich sehr, sehr gut. Also ich finde auch 1,49 nicht teuer, ne? Und hier sind so verschiedene Sprüche drauf. Ein kleines Dankeschön zur Taufe, Einladung, besten Glückwünsche oder so. Segenswünsche. Was steht hier? Herzliches Beileid. Ja, finde ich, kann man immer mal gebrauchen. Vielen Dank. Ist auch Happy Birthday dabei? Ich glaube nicht, oder? Weihnachten? Nee, Birthday ist nicht dabei, aber da habe ich ja auch. Oder ich sehe es gerade nicht, kann auch sein. Ja, finde ich, für 50 Cent kann man mal mitnehmen. Und wenn ich es eben auch weitergebe, ist ja auch egal. Also bei einer Tauschpost oder so. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich es unbedingt brauche. Wühle, wühle, wühle. Ich hätte mir diese Kiste mal woanders hinpacken sollen. Aber ich habe jetzt hier keinen Platz. Ja, das ist so ein bisschen mein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Einkauf. Jetzt fällt dir alles um. Bleib mal stehen hier. Das ist so ein bisschen mein Highlight. Ja, eine niedliche Miezekatze mit Einhorn. Oh, ist das süß? Das ist eine Spardose. Und davon habe ich ja schon mal eine. Normale Katze. Ich glaube, die hat kein Horn, oder? Da müsste ich jetzt gucken. Die steht in der Stube. Ich weiß es nicht. So süß. Ja, und guckt mal. Für 1,49 Euro. Ich kam nicht dran rum. Die hatten diese ganzen Deko-Figuren runtergesetzt. Aber ich habe es nur bei einer belassen, weil ja, da waren so schöne Lamas auch und man kann nicht alles mitnehmen. Ihr seht, ich habe ja schon einiges gekauft und hier ist ja noch was, was ihr noch nicht gesehen habt. Die habe ich so ziemlich am Schluss gesehen, wo der Korb schon voll war und da habe ich gedacht, komm, die nimmst noch mit und dann ist Schluss. Die ist so, so süß. Oh, ich hab die gesehen und habe gedacht, die muss mit. Also ich glaube, ich hätte sie auch für 4 oder 5 Euro gekauft, weil ja, Katzen, ne? Oh, so süß. Ja, über die freue ich mich besonders. Die stelle ich mir. Oder ich stelle die mir hier so in der Ecke, wenn ich aufgeräumt habe. Ja, das sieht so süß aus. So. Wie gedacht, das meiste war reduziert. Dann hatte ich hier mehrere von diesen fächerähnlichen Rosetten. Gab es aber nur farbig so, wie es. Also nur so. Ne? Kein Blau oder Grün oder so, nur so. Für 1,49 Euro wäre es mir zu teuer gewesen. Für 50 Cent, ich meine, es ist nur Papier. Ich kann das nicht so gut falten. Ich finde diese Dinge aber immer sehr, sehr geil. Martina schickt mir ja da auch immer mal so Ausstanzungen mit und oder schon fertige. Ich bin da nicht so, also wie das so vorgegeben war bei Martina, ihren Ausstanzungen, da ging es. Aber so bin ich irgendwie zu dusselig für, ich weiß es nicht. Es dürfte eigentlich ja gar nicht so schwer sein. Man braucht doch einfach nur so einen Papierstreifen, oder? Den knickt man immer links und rechts und dann. Ah, ich muss das mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich das mal übe, weil ich finde das so cool. Ja, 50 Cent ist in Ordnung. Da kann man nicht meckern, finde ich. Da sind mehrere da, ich weiß nicht wie viele. So, dann fand ich ja auch mal mega interessant diese Perlenmaker hier. Diese pastellfarbenen. Ah, welche Farben sind hier eigentlich alles drin? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte mal welche vom Teddy damals. Moment, das ist ja zugeklebt. Aber kann ich ja eben aufmachen. Also zweimal weiß, zweimal so ein helleres Rosa, dann so ein Pink, ein cooles Babyblau und dann hier dieses Lila. Aber weiß ist doppelt? Ist das ein Versehen oder? Ich glaube, das schimmert anders hier, oder? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Vielleicht braucht man weiß eben besonders oft. Kann sein. Ne, da steht nicht, welche Farben drin sind.
Ja, aber sehr, sehr cool. Für 1,99 finde ich jetzt auch völlig cool, der Preis. Ja, probiere ich aus. Ich hatte, wie gesagt, mal welche vom Teddy. Aber das ist schon, oh, schon lange her. So, und dann haben wir diese, auch so Perlen, Pens, Glitzer, Kleber, Tuben. Ich weiß es nicht genau. Und da habe ich erst überlegt, brauchst du das nicht? Eigentlich brauche ich es nicht, ist klar. Aber ich fand irgendwie die Farben so schön, weil das so metallisch ist. Ja, hier kann man es ein bisschen erkennen, dass das so ein bisschen, das schimmert etwas grünlich, so ganz leicht. So Perlmutt auch, ne? Na, steht ja dran, Perl, ne? Ja, richtig toll. 50 Cent, kann man nichts verkehrt machen. Ich probiere es aus. Ich werde schon was mit anfangen können. Wir Bastler können mit allem was anfangen. Jetzt muss ich mal kurz diesen großen Sack hier. Ich packe jetzt mal alles raus. Sonst kriege ich es hier nämlich im Rücken. Sorry, ich muss das jetzt mal hier alles rausholen. Ja, es muss sein, es muss sein. Ja, hier ist noch eine ganze Menge drin, ne? So, jetzt habe ich alles. So, jetzt liegt das natürlich alles hier so dusselig rum, aber egal. Ja, dann habe ich mehrere von diesen Spitzenbändern mitgenommen. Für 50 Cent. Auch wieder reduziert. Es war sehr, sehr viel reduziert. Und da habe ich dieses schöne Mintgrün und dann hier dieses wunderschöne, ganz zarte Rosa. Ja. Ich glaube, ich habe jeweils zwei Stück mitgenommen. Glaube ich jedenfalls. Aber hier ist jetzt nur, Moment, noch ein rosanes. Ist das dasselbe? Ja, das ist dasselbe. Und müsste noch ein, ach hier. Ich glaube, es waren vier. Ich habe aber nicht genau geschaut. Ich habe eben einfach in den Korb geschmissen. So, dann fand ich auch sehr, sehr geil dieses Jute-Band. Damit bastle ich auch sehr, sehr gerne. Und damit kann man auch super Boxen verzieren. Das hat auch 50 Cent gekostet, wie man sehen kann. Und das gab es in Blau und in diesem Rosa hier. Also richtig, richtig cool. Und da ist auch, ja, 2 Meter sind drauf. Ja, das ist okay. Also so eine Box kann man damit schon machen, finde ich. So, dann musste leider auch mit, weil es reduziert war, ne? Ah, hier ist ja doch noch eins. Das habe ich aber nur einmal. Dieses Weiß hier. Ja. Weil es reduziert war, habe ich mir auch diese Washi-Tapes mitgenommen. Und bei denen hier, also hier ist so gestreift, dann hier nochmal gestreift und hier habe ich nur wegen den Punkten mitgenommen. Ich liebe ja Punkte oder Schwarz-Weiß oder sowas in der Richtung. Ja, und hier haben sie mir bei diesen die Blumen angetan. Ja, die hatte ich früher auch schon mal. Also die habe ich jetzt nicht mehr, glaube ich. Die müssten alle sein. Das ist auch schon ewig her. Die hängen da ja eigentlich immer. Ich habe die, wie gesagt, jetzt nur mitgenommen, weil reduziert. Ja, die anderen werde ich weggeben, aber das hier möchte ich gerne behalten. So, dann habe ich diese hier zwei- oder dreimal mitgenommen. Das sind so, so kleine Briefe. Fand ich eigentlich ganz niedlich. Und vor allen Dingen hier diese Rosen, also dieser Blumenstrauß hier mit dieser Schleife, fand ich ganz süß so. Ja, auch natürlich nur, weil es reduziert war. Ansonsten hätte ich sie hängen lassen, weil man hat ja eigentlich genügend. So, dann habe ich Magneten mitgenommen. Für den Kühlschrank. Bei dem muss man allerdings immer aufpassen, die gehen immer so schnell vom Kühlschrank ab und dann fallen die runter und dann gehen die kaputt. Das hatte ich nämlich auch schon öfter. Aber man kann die auch anderweitig verbasteln. Und ich habe ja hier meinen Metallschrank, wo meine ganzen, ja, ich sag jetzt mal Schmuckzubehör drin ist. Da kann ich das auch dran machen. Und dann, wie gesagt, habe ich es doppelt, da kann ich einmal auch weggeben. Ja, richtig, richtig niedlich. Vor allen Dingen das hier wieder, ne, mit den Punkten. Das gefällt mir sehr gut. So, jetzt habe ich hier schon wieder keinen Platz mehr. Hier ist nochmal so ein Band. Genau. So, dann haben wir hier so ein Washi-Tape. Das war aber nicht von Woolworth. Das ist jetzt hier reingeraten. Habe ich das euch vielleicht sogar schon gezeigt? Ich weiß es nicht. Das ist mal einfarbig. Ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt. Das wird jetzt hier nur reingeraten sein. Das stelle ich mir jetzt aber gleich hier hin. Da weiß ich nämlich, was ist. Und das ist mal richtig cool, weil das ist, da ist mal gar nichts drauf. Also da kann man selber vielleicht auch mal was drauf malen oder. Ja, ich weiß noch nicht. Ich fand das eben mal cool, dass es eben so nur einfarbig ist und so ein bisschen auch Pastell.
Jedenfalls die hier finde ich so ein bisschen pastellisch. Das hier wirkt viel dunkler, das hier auch. Das ist eigentlich ein bisschen heller. Aber ich weiß nicht mehr, wo habe ich denn das her? Ich glaube, das war vom Netto. Auch reduziert, aber. Aber ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Ja. Aber jedenfalls habe ich das auch mitgenommen. Aber es ist schon eine Weile her. Das ist halt hier noch reingeraten. Ja, das fand ich ja mal auch cool. Schaut mal, das kenne ich von früher. Das hatten wir als Kinder immer. Jetzt vielleicht andere Figuren oder so. Aber das hier kann man das erkennen. Das ist so ein Laternenfisch. Moment. Ja, was ist das eigentlich? Wie Gummitiere? Ich kann mich ja nicht mehr erinnern, aber ich werde es kosten. Oder wie Wackelpudding-Gummitiere. Ich finde diese Formen hier so geil. Oh, ich hoffe, dass das funktioniert, wenn ich Fimo reindrücke, dass ich das abformen kann irgendwie. Schaut mal hier, es ist eine Krake. Denn hier dieser Plattfisch, wie nennt man die? Rochen. Hier nochmal so eine Qualle, ein Krebs, ein übelst geiler, ja, so wie Laternenfisch, wenn ich das richtig erkennen kann. Und hier ein Hai, der gerade hier so einen kleinen anderen Fisch frisst. So geil. Ja, ich werde es vielleicht mal kosten. Weil eigentlich mag ich ja so ein Süßkram-Zeugs nicht, aber die Kinder werden sich freuen. Mir geht es ehrlich gesagt nur um diese Form hier und ich hoffe, dass das mit Fimo oder mit irgendeiner Modelliermasse irgendwie funktioniert, dass man das abformen kann, weil wenn ich den hier sehe, da kriege ich ja schon wieder Herzkasper. Oder auch hier diese Krake, wie geil. Ja, stellt euch jetzt einfach mal vor, wenn der Abdruck funktioniert und man macht ein Dekodentglas oder eine gebastelte Kiste und hat dann hier so ein, in Rot so ein übelst geilen Tintenfisch, vielleicht hier noch so ein Wackelauge reingeklebt. Kann ich mir echt cool vorstellen, dass das vielleicht funktionieren könnte. Oder hier auch mit vielleicht rotem Fimo abgeformt und dann hier zwei Wackelaugen rein. Wie geil ist das bitte? Ja, vielleicht hat es auch schon jemand gemacht und kann mir berichten, ob das funktioniert oder ob es nicht geht. Wir schauen mal. Vielleicht mache ich das mit euch auch mal zusammen, dann werden wir es ja sehen, ob es funktioniert. So, und zu guter Letzt, das war's jetzt, habe ich noch diesen Dekohänger mitgenommen für mein Badezimmer. Auch für 1 €. Ja, den hänge ich mir da wieder rein. Da hängen ja schon diese Fische und Seepferdchen, was ich euch schon mal beim letzten oder vorletzten, ja, es sind ja einige Hauls auf dem Kanal, Kick-Haul gezeigt hatte. Da hatte ich die ja auch umsonst, ja. Natürlich, die habe ich umsonst bekommen, ne? Haben sie mir hinterhergeschmissen, wollte keiner. Nee, auch reduziert bekommen. Ich glaube, die haben auch so 1 € gekostet oder so. Ja, und da hänge ich hier diese niedliche Ente, Möwe mit Badekappe, so geil. Noch dazu, ich habe ja diesen riesen Ast da im Bad. Ja, und das war mein Haul. Und damit ich es jetzt nicht vergesse, zeige ich euch jetzt noch die Sticker. Genau, bis gleich. So, da oben seht ihr sie. Ja, die wollte ich euch noch schnell zeigen, bevor ich es vergesse. Und ja, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.